Rucksäcke. Ich möchte euch heute einen großen Überblick darüber geben, welche Rucksäcke für euch geeignet sind, wenn ihr welche Touren auch immer gehen wollt. Mit allen Features, die ihr braucht, was ihr besser vermeiden solltet und für jede Art Rucksack die Low Budget, die Mittelklasse und die Premium-Lösung vorgestellt. Für Skitouren, Hochtouren und fürs Klettern oder soll es vielleicht doch ein Rucksack für schnelle Tagestouren sein? Die Möglichkeiten sind endlos und damit auch die Auswahl am Markt mit etablierten und unbekannteren Marken. Die absoluten Insider wissen natürlich, dass es dieses Thema schon mal am Kanal gab, als eines meiner ersten Videos überhaupt. Aber da das Video aus heutiger Sicht erstens mal nicht wirklich genial gemacht war und zweitens die Rucksäcke sich auch in 3 Jahren weiterentwickelt haben, sollte es mal eine Neuauflage geben. Insofern los geht's mit den idealen Rucksack-Features für die wichtigsten Bergdisziplinen. Einfache Bergtouren haben eine relativ übersichtliche Ausstattung. Ein riesiger Rucksack macht da wenig Sinn. Beschränkt ihr euch auf die Notfallausrüstung, die Standardausrüstung und ein wenig Essen und Trinken, kommt ihr mit 20 Liter bei allen durchschnittlichen Bergtouren aus. Außerdem muss der Rucksack nicht sonderlich mit Features ausgestattet sein. Eine Trinkblasenbefestigung und damit auch eine vernünftige Schlauchführung sind aber wichtig. Für alle, die gern mit Stöcken unterwegs sind und auch mal in leichte Kraxeleien übergehen, bietet sich eine Stockbefestigung an. Da gibt es grundsätzlich viele Varianten, von kleinen Silikonslots, in die die Spitzen gesteckt werden, bis hin zu Multifunktionskordeln oder auch einfach nur Gurtbänder an den Seiten des Rucksacks. Stöcke können eigentlich an all diesen Elementen super befestigt werden. Trotzdem bietet es sich an, auch bei wenig Gepäck eine kleine Unterteilung zu haben. Also ein kleines Deckelfach, Seitenfach oder Frontfach, das für Kleinkram herhalten kann, ohne dass man den kompletten Rucksack einmal ausräumen muss, nur um die Autoschlüssel wiederzufinden. Wer auf einem belüfteten Rucksack steht, sollte hier auf ein geformtes oder gebogenes Rückenteil achten. Damit sind die meisten Wünsche an einen klassischen Tagestourenrucksack abgedeckt und am Ende bleibt auch, so schlichte Rucksäcke kriegt man für relativ wenig Geld. In der Low-Budget-Variante gibt es zum Beispiel den Simon Alpinism 22 für 34,99 Euro. In der Mittelklasse beispielsweise den Saleva Alpmate 26 Liter für 100 Euro. In der Premium-Klasse befindet sich der Osprey Tempest 24 für 149 Euro. Ein Kletterrucksack muss viel mitbringen und soll trotzdem sehr leicht sein. Dass das im Widerspruch steht, wissen auch die Hersteller. Beim Volumen sind Kletterrucksäcke schwer einzuordnen, denn klettern kann man mit 3 Kilo Materialgewicht und 10 Kilo Materialgewicht. Und das wirkt sich natürlich aufs Volumen aus. Für schnelle Tagestourenklettereien kommt man in der Regel mit 22 bis 25 Liter aus. Überladen sollte man Kletterrucksäcke aber grundsätzlich eher nicht, da sonst oftmals die Eigenstabilität des Rucksacks leidet. Schließlich setzen Kletterrucksäcke auf eine absolute Leichtbauweise. Für mehrtägige Touren oder wenn die Touren in komplexe Alpinprojekte ausarten, dann können aber auch 22 Liter mal schwierig werden. Entweder man verlagert wirklich einen Großteil der Ausrüstung nach außen, was dem Tragekomfort aber nicht zugute kommt, oder man schaut sich in Richtung 30 Liter Rucksack um. Für die Befestigung von Schlosserei, also all der technischen Ausrüstung, bieten sich sogenannte Daisy Chain Lösungen an. Dabei wird ganz einfach ein Gurtband in Schlaufen am Rucksack vernäht. Zentral an der Front befestigt, sorgt die Daisy Chain für eine Erweiterung des Rucksacks, ohne wirklich aufzufallen. Eine wichtige Eigenschaft des Kletterrucksacks sind auch die seitlichen Befestigungsriemen. Damit kann das Seil gut fixiert werden und auch nochmal zusätzliches Material befestigt werden. Haken oder Schnallen sind hier ideale Verschlussmöglichkeiten. Wer klettern geht, braucht letztlich aber auch einen Helm. Eine Helmbefestigung in Form von Multifunktionskordeln oder einem Helmnetz mit entsprechenden Befestigungsschlaufen macht die Sache hier sehr, sehr gut. Ob man einen Deckel bevorzugt oder lieber deckellose Reißverschlusssysteme bevorzugt, ist am Ende des Tages Geschmackssache. Der Deckel hat immer den Vorteil, dass unter dem Deckel allerlei längliches Zeug wie das Seil oder die Regenjacke zusammengerollt sehr sicher befestigt werden können, während es beim Reißverschlusssystem zusätzliche Befestigungsriemen braucht. Das Wichtigste bei den Kletterrucksäcken ist aber ein robustes Außenmaterial. Hier gilt: robusterer Rucksack, teurerer Rucksack, da dickes Außenmaterial auch höhere Materialpreise hat. Aber grundsätzlich gibt es auch hier verschiedene Preisklassen. Im Low-Budget-Bereich ist wieder Simon mit dem ROC 20 für 39,99 Euro unterwegs.
Bei der Mittelklasse gibt es den Salewa Ortler Climb 25 Liter für 130 Euro. Den Premiumplatz besetzt Ortovox mit dem Ortovox Tread 28 für 155 Euro. Der Hochtourenrucksack muss ein echter Alleskönner sein. Er braucht alle Vorzüge eines Kletterrucksacks und eines Tagestourenrucksacks und damit auch alle Features. Zusätzlich braucht er aber auch noch mindestens eine Pickelbefestigung, im Idealfall aber sogar zwei. Dazu sollte er auch für mehr Komfort aufgrund der Größe an anderen Stellen ebenfalls zu öffnen sein als nur über den Topgriff. Weiters sollte das Obermaterial im Idealfall bereits wasserabweisend sein, um die klassische leichte Nässe bei Hochtouren gut auszuhalten, auch ganz ohne Raincover. Beim Volumen ist der Hochtourenrucksack für klassische Hochtouren nicht unter 32 Liter zu gebrauchen. Kleinere Rucksäcke für alpine Abenteuer sind nur bei speziell angepasster und abgespeckter Ausrüstung sinnvoll. Der Hochtourenrucksack ist vor allem schon ein großer Profiteur eines speziellen Rückenaufbaus. Hier ist ein leichtes und dünnes Alugerüst sinnvoll, das bei Bedarf aber auch entfernt werden kann. Dieses Feature bieten leider viele günstigere Rucksäcke nicht an. Zusammengefasst braucht der Hochtourenrucksack also Helmbefestigung, Seilbefestigung, seitliche Befestigungsriemen, Pickelbefestigung, robustes Außenmaterial, Stauraum über 32 Liter bis hin zu 40, maximal 45 Liter, einen Seitenzugang, ein Fach für Kleinkram, eine Trinkblasenbefestigung. Außerdem sollte er vom Rücken aus stabilisiert sein, um schwere Lasten bis zu 12 Kilo auch tragen zu können. Diese ganzen Features und Gadgets kosten natürlich auch etwas, was zu folgenden Empfehlungen führt. Im Low-Budget-Bereich sitzt weiterhin Simon mit dem Alpinism 33 für 64,99 €. Bei der Mittelklasse sitzt der Deuter Guide 34 Plus mit 190 Euro fest im Sattel. In der Premium-Klasse befindet sich der Ortovox Peak 35 für 220 Euro. Bei den Skitouren ist es ja immer so eine Sache. Da gibt es Skitouren, wo man mit einem 40-Liter-Rucksack einfach nichts falsch machen kann. Und dann gibt es Skitouren, wo man sehr leicht und klein unterwegs sein kann. Es hängt eben letztlich vom Umfang der Tour ab und was man da eben so dabei hat. Eine klassische durchschnittliche Skitourenausrüstung für Tagestouren im normalen Schwierigkeitsgrad und bei klassischer Zielhöhe passt in der Regel in einen 30-Liter-Rucksack hinein. Jedoch sollte der Rucksack hier ein paar Eigenheiten mitbringen. Zum einen erstmal die Notfallausrüstung, sollte ein gesondertes Fach haben, welches vom Hauptfach abgetrennt ist, damit der Zugriff im Notfall kontrolliert und schnell erfolgen kann. Heißt, die 30 Liter unterteilen sich nochmal in einen Hauptbereich und einen kleinen Bereich für Schaufel und Sonde. Außerdem sind Harscheisen ebenfalls ein nettes Mitbringsel, wenn sie in dem kleinen, schnell zugänglichen Fach aufbewahrt werden können. Das Hauptfach sollte jedenfalls gut erreichbar sein für sämtliche zusätzliche Kleidung und Co. Ein kleines Fach für Kleinkram ist wie immer nicht unpraktisch und auch eine Pickel- und Seilbefestigung können sinnvoll sein, falls man auch in die Skihochtouren reingehen möchte. Abgesehen davon ist der Skitourenrucksack relativ anspruchslos. Lediglich ein ausgezeichneter Wetterschutz, der auch ohne Raincover gut funktioniert, ist bei Skitouren immer ratsam, damit man sich weniger Gedanken machen muss, wenn man den Rucksack mal in den Schnee stellen möchte. Bei den Skitourenrucksäcken besetzt die Low-Budget-Variante der Kaikiala Ranua 32 für 120 Euro. In der Mittelklasse der Mammut Nirvana 30 für 169 Euro. Beim Premium-Segment ist der Ortovox Orut 32 für 189 Euro zu Hause. Grundsätzlich möchte ich noch eine Sache zur Größe loswerden. Wenn ihr etwas unterdurchschnittlich groß seid, beachtet das bitte bei der Wahl des Rucksacks, da dann Rucksäcke mit kürzerem Rücken sinnvoller und gesünder letztlich auch sind. Viele Rucksackhersteller bieten hier Damengrößen an, das ist aber relativ irreführend. In der Regel ist die Unterscheidung kurzer Rücken und normaler Rücken bzw. langer Rücken, was die richtige Passform und Einstellung des Rucksacks betrifft, sinnvoller. Schaut euch auf jeden Fall das Video hier rechts oben an, wenn es um die richtige Rucksackeinstellung geht. Und für die winterlichen Touren aktuell ist eine Sache ganz wichtig. Die richtige Bekleidung auf Kopf und Fuß. Und die findet ihr nachhaltig, ökologisch und 200% freundlich gegenüber Tier und Mensch bei Alpaka am Berg. Schaut da gern mal rein. Und wenn es ums Weitwandern geht, dann sind Rucksäcke nochmal ein etwas größeres Thema. Weil hier geht es auch viel um die richtige Lastverteilung und die richtige Einstellung. Dazu deshalb ein gesondertes Video. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!